Zeitung. Na hier, der letzte Tatort aus Münster wird gelobt. Erstklassig gespielt. Lustig, brillant. Es hätte der beste Tatort aller Zeiten sein können, wenn sich dieser Jan-Josef Lieferschne vorher das Ding mit alles dicht machen geleistet hätte. Puh, ich fand das spitze, was die gemacht haben. Na hier, ging nach hinten los, schreiben's, wurde von Rechten beklatscht. Und deswegen war der Tatort Kleine so gut, hä? Weil der Professor Birne von Quardenkern beklatscht wurde. Na, so ist es nun mal. Man muss schon überlegen, mit wem man sich einlässt. Kann froh sein, dass der Tatort nicht abgesetzt wurde. Stimmt, hast recht. Übrigens, überlegen Sie jetzt, das Musikantenstadl abzusetzen. Um Gottes Willen, wieso denn das? Sind der Andy, der Flori und der Anthony jetzt etwa auch Quardenker? Nee, aber Nazis gucken zu, Rechte schunkeln mit und Querdenker klatschen. Oh Gott, ich hab schon einen Schreck bekommen. Hast du wieder bloß einen Witz gemacht? Ah, hier steht noch was, hier steht noch was. Die Notbremse zeigt Wirkung. Die Infektionszahlen gehen zurück, da steht's. Die Notbremse kann noch gar keine Wirkung zeigen. Frühestens noch 2 Wochen. Die Zahlen gehen zurück, weil sie zurückgehen, weil Frühling wird, weil die Leute ins Freie machen. Der Lockdown, der macht nur Schaden. Hier, guck mal, hier, hab ich was auf dem Handy. Da, guck her. Das ist die Statistik für Sachsen. Dass die Sterblichkeit vom 1.11.20 bis zum 12.01.21 blau. Der Durchschnitt, grün an mit Covid Gestorbene, rot, das seien die Lockdown-Opfer. Im Januar wurde offensichtlich von offiziellen Stellen bemerkt, dass das gar nicht so gut aussieht. Da verschwand die Lockdown-Übersterblichkeit plötzlich aus der Statistik. Nee, aber das ist sicher Zufall. Ein Lockdown fordert mehr Opfer, als er lahm rettet. Aber warum sollte uns denn das der Regierung antun? Das sind doch keine bösen Menschen. Das würdest du genauso machen. Die haben angefangen, die müssen's durchziehen. Wenn sie jetzt nur einen Millimeter nachgeben, bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Dann kommt's wie neun Nachts. Dann geht's der Merkel wie im Erich. Dann geht's direkt vom Bundeskanzleramt in die Untersuchungshaft. Oder ins Asyl. Aber welches Land würde Angie aufnehmen? Ich wüsste keins. Und deshalb muss sie und ihre Konsorten durchziehen, kostet es, was es wolle. Und's kostet viel. Mensch, gibt's denn gar keine frohe Botschaft mehr heutzutage? Oh, ich wüsste was. Berta, ein Jubiläum. Heute vor 3 Jahren seien wir hier eingezogen in die Bude. Wisst was? Wir setzen uns auf die Terrasse und stoßen mir dann Gläsel Sekt an. Ja, das ist eine gute Idee, mein Horst. Sie sehr zum Wohlsein. Ja, vielen Dank noch. Das sei mal, das war doch der Müller von der AfD. No? Da hat Beifall geklatscht. No? Nee, von Rechten lass mich nicht beklatschen. Das wird nichts mit einem Sekt. Da trinkt man Kamillentee. Aber Berta,
Da ist auch viel gesünder. Scheiß Political Correctness. Nee.